So, wir sind wieder da. Weiter geht's. Was machst du? Okay. Und guck mal, dass hier auf die Waffen kommen. Nice. Welche Waffen? Der Typ. Ah ja, stimmt, haben wir. Wo ist der fucking Ritter hin? Super. Stimmt, der ist weg, ne? Den nochmal rein. Das ist legit einfach weg. Vielleicht finden wir den nochmal rein. Denn. So. Gut, wir haben jetzt den Mondsee oder so. Sind wir mal rein. Ja. Na gut. Runde Schläge, sehe ich doch schon. Links. Ja, gut, der Schläge von dem halt, ne? Ja, das war schade. Und auf Face und Intelligence geht. Yeah. Ah, naja. Okay. Was der Oma da zu lachen? So, weil wir jetzt in den Dings haben. Vielleicht. Vielleicht gibt's sonst jetzt. Ich weiß es nicht. Das ist komische Wege. Wir haben noch einen untoten Splitter. Können wir noch überbrennen. Auf plus 6. Alter Schwitz. Mama. Haben wir. Mhm. Ist auch diese. Oh nice! Ja, nice! Der Dude ist auch irgendwie strange. Vertreibt euch Rosaria. Da ist irgendwo eine Tante, die an. Ja. Den Eich gibt. Ja, pretty sure. Aber what the fuck? Wahrscheinlich, oder meinst du den, der den Eich gibt? Also der Dude selber? Was meinst du? Oder meinst du, dass der Dude, der selber den Eich gibt? Ja, da eben. Ja. Nee, der meint ja, ich soll mit Rosaria sprechen. Tja, genau. Belastbarkeit. Keine Belastbarkeit macht halt irgendwie momentan so wenig Sinn, weil wir halt auf nichts skillen. So, ist jetzt nicht so, als ob wir irgendwie eine krasse Rüstung hatten, die wir gerne. Natürlich. Also Geschick ist wirklich momentan das einzige. Oh, warte. Achso. Der Dude hat auch einfach echt keinen Bock mehr wiederzukommen, ne? Ist die tot oder so? Scheiße. I don't know. Aber der muss ja dann die überkrassen Sachen haben, wenn er das nächste Mal wieder kommt. Ah, sicher. Kannst du mal Schatten machen? Schatten machen wir noch. Ja, stimmt. Stimmt. Ja. Aber die hätten wir schon viel früher haben können. Das heißt, das wird jetzt nicht so, dass überall, aber dann schätze ich jetzt mal. Was mit Paladin, oder? Nur Dachi. Das ist ja mehr. So. Vielleicht noch irgendeine Rüstung, die wir noch nicht haben? Also. Smaug? Lol. Lol. Warum können wir denn Smaug? Warum können wir Smaug werden, ne? Weiß nicht. Haben wir die Enkeling auch verraten? Ja, die Enkel hat mir gemacht. Der hat noch einen Ring bekommen, oder? Was ist denn das für ein Ring da unten? Stärkt, befallen. Hm. Haben wir noch? Wir kaufen mal irgendwie einen Ring. Sowieso ein Achievement da drin jetzt mal. Was sind das, was da 15.000 kostet eigentlich? Eine Krone. Ach, ja, komm her, komm her, Ring, ja. Noch einen. Oh, wir hatten voll wenig Falten gemacht. Ja, wir haben einige bei dem Dings dabei, bei dem Wurm. Stimmt. Den wir irgendwie getroffen haben. Yay, plus 6! Ich weiß halt nicht. Dann gibt's noch einen Ring. Ja, Dämonenruin. Doch, lol, Dämonenruin. Also sind das legit die Dämonenruin? Das ist ja bekannt für den Namen. Ja, das gab's in Dark Souls sonst auch schon. Das war. Ja, das, und außerdem war das war das mit diesem großen Lavasee und so. Welcher See da drunter war? Ist das der schwierige See? Und wenn da drunter Lava ist und die das Wasser aufheizt, aufheizt, ja, genau. Also, die konnte ja nicht viel. Boom, 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 boom. Das ist der Boom, 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 Boomerang. Oh nein, diese Feuerbälle. Schieß auf mich. Hat jetzt auch nicht so crazy viel Damage gemacht. Guck mal, kann ich diese nicht haben. Yay. Nice. Ja gut. Ach, hier ist noch so ein Ding. Da unten läuft auch noch so ein Vieh rum. Ah, ja, die Schritte jetzt. Ah ja. Hier runter. Kannst du jetzt hier runter gehen, oder?
Da hinten hat sich alles getötet eigentlich. Das ist direkt zum Feuerball dann. Okay. Die Dämonen sind irgendwie scary, die da dran stehen und nichts machen. Das ist dann halt gar nicht. Man muss den Typen finden. Ja, das ist links. Links. Oh, nur zwei. Okay. Aufstehen. Oh, that backstep though. Nice. So. Ja. Oh, Leute. Nützen bitte den starken Angriff machen, anstatt nichts zu machen. Und einmal heilen. Warten, der kommt. Der macht noch einen Feuerball. Kommt so ein bisschen warm hier. Oh. Nicht in die Ecke standen. Oh ja, komm, Schlag, Schlag, Schlag. So, jetzt sind einige Feuerbälle weg und du kannst jetzt. Okay, das ist der von dem Ding. Ah, super. Hallo? Was tust du? Nicht das richtige anvisieren. Oh Gott, stark gerade schon, wahrscheinlich jetzt ein Gegner. Ne, sind irgendwie überall diese. Ja, das bringt einfach nichts. Es ist ja, manchmal kannst du Gegner eigentlich nicht haben, wenn die am Boden liegen. Auf jeden Fall. Oh, das war. Okay, jetzt sollten die eigentlich. Alle verschwinden. Alter, danke schön. Jetzt wird's ja auch mal ein bisschen ruhiger, so. Ja. Guck mal, die sind immer, aber das sind auch teilweise stark. Oh, da ist. Oh, der aufsteht. Da ist ein Magma-Schwarm, mehrere. Ja. Da ist auch einer noch an der Decke. Einer? Ist aber echt, also es ist ja wirklich. Die hatten ja gesagt, dass das Ganze wieder in der Dark Souls 1 Welt spielt, ne, Lavin, ja? Das ist ein scary ass. Oh mein Gott. Aber so scary ist das nicht, weil wir immer noch die Kackrüstung haben. Ja, easy. Das können wir eventuell auch gleich mal wechseln, ja. Da muss, glaube ich, drei Hits treffen, damit der Ring aktiviert wird. Ja? Ja, ich meine schon. Kannst du jetzt hier sehen? Eins, zwei. Ja, genau. Ja, du hast auch gerade den Buff auf. Also, ich weiß, der bleibt anscheinend noch ein bisschen, also hält so ein bisschen. Ja. Könntest du sonst wirklich mal wieder die richtige Ausdauer ziehen? Allein aus Fashion-Bonden, ja. Ja, nur kappesmäßig aus, wenn man da für Resistenzen die Rüstung anzieht. Jetzt ziehen wir lieber die Sturm- und Drang-Rüstung an. Oh yeah. Das hat. Ja, der war das. Und das war erst Kappes. Kappes! So, über dem. So. Und zwei. Bei drei Schlägen. Ich frage mich jetzt da nicht, ob das irgendwie so ein random Item ist einfach. Oder ob das wieder irgendwie zu auf Dark Souls 1 sind. Lol, wollte ich verarschen. Alter, what the fuck, ey, ganz ehrlich. Wir healen jetzt schon viel zu viel. Wir healen halt wirklich schon viel zu viel. Wenn man sich jetzt. Ich hab's eigentlich auch da reicht es. Guck mal an die Decke, ja genau. Nicht das da. Oh, da ist erstmal ein dickes Loch, so. Hä? Das ist nicht also das andere. Fürchten, würde behaupten, da kommst du nur von der anderen Seite her. Oder ein bisschen dicke Ratte. Ach, erstmal gucken, was ist das? Ja, guck erstmal auf der anderen Seite lieber. Ich runtergehen können. Ist da links auch? Ja, von da könnten wir auch kommen. Das ist halt da. Ja, das ist da oben. Ah, da oben kann man auch weiter, ne? Stimmt. Ja, stimmt. Weitläufig wie sonst was. Gerade haben wir wieder. Krass. Überraschung. Das schätze ich mal ist der Weg, wenn du da runter droppen würdest. Und das ist der Weg, was weiter geht. Das machen meine. Ist irgendwas am. Nein, ich glaube, das ist die Fackel irgendwie, die da kommt, hier nicht die Fackel produziert. Das ist auch nicht gerade, das sieht schon an dem Bild aus. Ja, in einer Art und Weise. Reicht das noch?
Warte. Wahnsinn. Zweiter Anzug. Was haben wir jetzt hier? Boah, Hurensohne. Ah, eine Ratte. Hallo. So. Ist da vielleicht wieder ein Geheimgang hinter? Ratten sind auch so wenn. Manchmal gucken die einfach in irgendeine Ecke so. Also ob sie vergessen hätten, die Gegner umzudrehen. Guck mal, ob da vorne so ein Geheimgang ist. Sieht irgendwie, da sind wieder so Nachrichten vor. Okay. Aber ja. Classic. Oh, hier. Ah, dann noch die anderen Leute. Weißt du, wie du da hinkommst? Das sieht aus wie eine Spinne, Alter. Ja. Oh ja, da. Null! Ich kann dir sagen, warum das aussieht wie eine Spinne. Felina, nice. Lol. Was ist denn hier in dem? Hä? Das sieht halt. So mal. Ja. What is happening? Please. The Mindfuck! Continues! Ja, hier geht's auch weiter. Ja, da vorne auch. Ja, das geht auch weiter. Ich schätze mal, wenn du jetzt da rechts guckst gleich, bist du der dicken Ratte irgendwann. Da ist runter. Da ist noch eine Ratte. Wir lassen doch. Lassen doch. Ja, das geht in Lava. Ach ja, den hier abgehakt. Ich kann aber der Lava zumindest mal gucken. Ich glaube nicht, dass es da weitergeht. So, das ist eine Vermutung. Aber zumindest nicht, solange wir nicht irgendwie einen Ring haben, kannst du bei Lava laufen. Ja. Ich bin da bald bei Dark Souls 1. So. Jesus. Okay. Ja, es gibt klar. Irgendwann Ring, wir können über Lava laufen, aber noch nicht. Das. So, das brauchst du glaube ich nicht versuchen. Sterbe ich. Da wirst du einfach nur sterben. Selbst in unserem Mighty Fire of Sunlight, der sieht die schönste aus. Ja, und nicht diese schöne Fire of Sunlight beim letzten Mal. Stimmt. Goldzone? Ja, genau. Da war die. Einiges genau, was ich jetzt mal da wüsste, jetzt auf die andere Seite kommen. Von Loch, ja. Ja, okay. Also geht's hier noch runter. Hinten bei der dicken Rotte geht's zum Beispiel auch runter. Ne, es gab noch ein Loch, wo man runter könnte. Mhm. Alter, Flitz. Alles wieder ein bisschen weitläufig. Ich kann auch mal heißen, ne? Das war schon da, warst du auch nicht. Dann wirst du da wahrscheinlich zur dicken Rotte kommen. Nee. Dann möglich. Ist an. Ja. Okay. Das noch? Da geht's noch weiter. Okay. Alter, wird. Hab ich mir gedacht, noch einen mehr. Das sind wahrscheinlich immer noch die gleichen dicken Ratten, wie sie, Oh Leute, das ist auch so ein normaler Verfahren. Die gleichen Ratten, wie sie ganz am Anfang in diesem ersten kanalisationsartigen Baum da waren, ne? Ich will noch mehr tappen. Komm her, du. Ratten sind so was, ey. Was haben wir hier? Ist irgendwas? Weißt du, wenn wir hier sind, dann können wir auch gleich auch noch die Leiche von Solaire aufsammeln, oder? Was ich meine. Haben wir eigentlich unten Items oder einfach oben? Ne, oben war ein Item auch. Das war das Quellar-Dings, Variant des von Quellar. Sicher, dass ich das gesehen habe. Guck mal, da, ob da noch ein Zieg ist. Heute wird eine Nachricht an der Wand. Was hast du gesagt? Kannst du nie arbeiten. Alles happening! Leute, was denn? Oh nein, nein. Oh, ich hab hier Fluchdinger. Hörst du auch? Aber nicht. Ja, das ist vielleicht ist dahinter. Da, guck mal, da ist noch eine Nachricht. Noch Secret Gang im Secret Gang. Da. Guck mal lieber erstmal hin. Oh, ich hab schon wieder diese Wuchen. Ich mach das nicht ernsthaft. Das ist echt geil. Ja, das ist echt riesig insbesondere. Wo kommen wir jetzt raus? Ich hab keine Ahnung. Können wir mal bitte irgendwie so. Wieder. Ja, was ist das da? Ja. Oh, da. Also, wie ist denn ein Plus, danke? Was will denn das sein? Kommt einem halt echt so ein bisschen vor? Diese ganze Aufnahmesession, wenn ihr von Arno Londo ab.
Mal mehr nicht da reinrollen. Oh, weg hier. Ziemlich viele Sonnenviecher. Von Anor Londa ab, über die Dämonenruinen und Leichen von ganz vielen Dämonen, die es so im ersten Teil gab. Oh mein Gott. Oh, Oleg! Okay, erst ein bisschen chillen. Erstmal ein bisschen. Lame. Ruhe. Wow, willst du mich verarschen, du Sonne? Ja. Moosfrucht. Warum siehst du denn unnett? Ja, keine Ahnung. Du siehst mich ja so. Ja, da ist noch einer. Ist ja alles tot. Ist ja nicht alle gekillt, so. Was bringt das? Da? Oh, da oben ist der Mann. Okay. Da kann ich noch holen. Mit so ein Item abstehen, aber. Das Gefühl, was ist. Geht's da weiter? Hol mal lieber das Item erstmal, bevor du jetzt irgendwie. Noch? Da nochmal in 95 ja, andere Gebiete läufst, so. Alter, what the fuck? Es geht einfach immer weiter, so. Das ist crazy. Da dachte ich, dass wir eigentlich nur in so einem Dead End sind, so. Ja. Ist ja der Stab, Leute, das ist der Stab für uns auch. Den ist von dem Dämonenboss in den Dämonenruinen, ja, im ersten. Ich meine, der hieß auch Isalis Stab. Auf jeden Fall gab's einen Isalis Stab, ja. Ah, Gott. Hallo. Hallo. Okay. Sagt ihr, wir finden gleich noch die Leiche von Solaire. Einfach weil wir es können. Ist das schon wieder vom Nebengang hier? Ich hab keine fucking Ahnung, Alter. Das ist alles scary. Rechts zum. Oh, das ist wieder nahe. Oh. Alter, wer? Zorik. Ne, Jorik. Kennen wir Zorik? Nein. Ah, das war der nächste. Yes. Gut, das. Wenn man eine dicke Klinge nehmen. Irgendwie kommen mir die Klinge auch voll interessant vor. Ja. Das ist nicht gerade woher. Das Schild kommt mir auch mega bekannt vor. Oh, okay. Ach, ja, hat Schaden. Na gut, bei der dicken Klinge wundert mich das jetzt nicht sonderlich. Nicht wirklich. Okay, oh, das hat mich zurückschreckt. Das wundert mich eigentlich auch nicht wirklich. Alter Schwede! Die Later-Angriffe sind so hart. So was von hart gay. Alter, du lässt sie aber auch immer. Nein, mein Dame. Und so. Ich hasse uns NPCs. What the fuck? Wer war denn das, Alter? Ich hab grad der Name irgendwas. Sein soll, Alter, what the fuck? Ich kenn Jorik. Irgendwas. Jorik ist auch. Oh, jetzt sind wir wieder hier, Alter. Oh, ja, jetzt kannst du den Eingang noch der testen. Der Weg ist voll lang. Jetzt kannst du den Eingang hier oben noch testen, wenn ich mag. Ja, super. Vielleicht ist das denn der. Ja, hoffentlich. Relativ schnell ist. Ach, ja, okay. Oh, die schrecken auch gar nicht zurück. Doch. Dann mal drei Schlägen. Oh ja, immer schön gegen die Wände hauen, das macht besonders viel Spaß. So. Da ist die Dungeon. Ja gut, dann gucken wir erstmal hier oben. Nice. Ah, ja. Fucking random, Alter! Ich hab mein Schildchen hoch. Das ist so geil, ne? Scheiß Giftwolke. Die ganz geschmeidigen. Alter, kann das bitte weggehen? Hallo? Dankeschön. Würdest du das benutzen? Ich sehe auch nicht auf. Ja, ganz ungünstig. Alter Schwede, was war denn das schon wieder für eine Ficke, ey? Achso. Okay.
Okay. Ach so! Okay. What the fuck is happening? Sogar über die Lappenvergiftung hier gerade ab. Ja, Kamera, Alter, die Kamera kann einen so unfassbar crazy fisten, Alter. Das ist auch die Witz, ne? Ich hasse die Viecher, die sind echt. Ich hab's. Fuck off! Wenn ich schon mal vergiftet bin, kann ich auch einfach in den letzten Loot da reinlaufen. Oh ja. Wo ist denn? Fuck off. Damage. Ich kann auch hinhüpfen. Machen wir mal gerade das Gift weg.